warten. Wir warten. Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Time at Zentrock. Wir warten nicht auf Kuduro, sondern dass die Party hier losgeht. Jawohl. Oh, das ist so ein Gürtel hat hier. So eine Turbine drauf. Sehr interessant. Ja, hey, Benjo, wo kommst du denn jetzt? Okay. Macchiato, hey, okay, Gecko, was ist hier los? Ist hier der Petwalk oder was? Kommt hier noch jemand? Hallo? Klatscht ja nicht immer hier rein, um ins Schlafzimmer zu gehen. Okay, das habe ich auch nicht gesehen. Oh, alle durch den Partyraum, Leute, folgt mir. Also, okay. Interessant, wie die sich ihre Wege hier suchen. Naja. So, wir müssen gezwungenermaßen wieder eine Party veranstalten, weil wir haben Geburtstag mit Burgess zusammen. Jo, na gut, was soll man machen? Aber es ist auch von unserer geliebten Frau so gewünscht, also machen wir das. Für 3 läppische Beziehungspunkte oder was? Naja, gut, wir kriegen auch noch Goals von ihr zur Belohnung, als kleinen Anreiz. Ja, wer möchte das nicht bei seiner Geburtstagsparty noch Geld dafür kriegen? Na, Coco, hast du den Eingang nicht gefunden, oder? Juhu! Ja gut, ja, Nemo schnarcht ein bisschen. Gut, dann... Hey, Zauberspiegel, wir hätten das Wetter morgen, wenn hier die Party steigt. Ui, das hätte ich nicht gerechnet. Okay, jetzt habe ich... Ach, das ist der andere Helm, ne? War auch gute Chance, wenn da nichts hängt, oder? So, komm, da machen wir hier... Das ist doch mal... ein Outfit. Was will denn Alien stehen? Naja, es ist... ja... So, da jetzt eh nichts mehr losgeht, kann man jetzt auch nochmal sagen, so, der Laden ist zu, Leute. So, machen wir jetzt noch unser Zu-Bett-Geh-Feuerwerk, wie man das hier so macht. Selber schuld, Nachbarn, wenn ihr nichts dagegen tut. So, jetzt müssen wir noch irgendwo den Zugang zum Schlafzimmer finden und dann gehen wir ja, hier lang. So, wollen wir mal sehen, was der morgige Tag bringt. Laufenden Augen. Okay. Das ist ein bisschen gruselig, aber gut. Dann, tatsächlich. Ja. Der geheimnisvolle Mann ist erschienen. Oh. So. Heute ist Geburtstag. Hallo Schatzilein. Ich hoffe, du hast keine trockenen Augen jetzt, nachdem die ganze Nacht. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich. Es ist nicht großartig, ein Mädchen für mich an deiner Seite zu haben. Ist es nicht großartig? Ach so rum. Ja, es ist nicht großartig, ein Mädchen für mich an deiner Seite zu haben. Ja, außer sie hat die ganze Zeit offene Augen. Nicht, dass ich das um mich machen will. Das ist dein Tag, verdammt normal. Ist ja gut. Wir haben einen Sandfischkönig. Okay. Ich schenke mir einen Sandfischkönig. Na gut, ich ist ein Hobbyanglerin, aber... Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Den kann man ins Museum bringen, zum Museum Sandfischteich. Das ist interessant. Und jetzt futterte sie den Tieren noch die Kastanien weg. Ja, warum nicht? Ah, Sandyline ist auch schon wach. Sandfischkönig. Okay. Hey Sandy, hast du auch ein Fisch? Baum, 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 so groß und baumig. Ja, geh mal zu den Kakakteen, die sind total kack... stachelig. Was ist denn hier los? Werden wir wieder angegriffen? Ist das der Krieg? Da ist die ganze Nacht geballert, oder was? Ja. Wie sieht's aus? Sorry, Leute, das war nur ein Probealarm. Irgendwie. So, shit, das hat die ganze Nacht geballert. Ich dachte, das geht automatisch raus, damit wir ins Bett gehen. Was? Liebe Fred, was immer du bist, alles Gute zum Geburtstag. Du wurdest ein Jahr älter und weiser und nicht dicker wie sonst. Und ich wünsche mir, wir könnten dabei sein und mit dir zusammen feiern. Dein Vater möchte dir eigentlich einen Gutschein für einen Kleidburger schenken, aber den gibt es in Sandrock nicht, oder? Nein, wir haben hier nur Sandburger mit viel Sand, mit Sandkörnern dazwischen, die relativ gut paniert sind. Nun, er wollte es auf jeden Fall schicken und hier ist noch eine kleine Aufmerksamkeit, die dir helfen soll, mit all den neuen Freunden zu spielen und zu feiern für den Fall der Fälle. Mutter, ich bin erwachsen. Wir haben dich so sehr lieb und sind stolz auf dich. Mit viel Liebe, Mutter und Vater. Ein Gleitburger-Geschenkkarte. Was?
Eine Karte, die verwendet werden kann, um kostenlose Mahlzeiten bei Gleitburger zu erhalten. Ein mittelständisches Restaurant von zu Hause, das bei der jüngeren Generation immer weniger beliebt ist, aber dennoch das Lieblingsrestaurant deines Vaters ist. Okay, trotz des Wertes von 500 Golds gibt es in Sandrock keine Verwendung dafür, aber es ist die Geste, die zählt. In der Ecke steht in der Handschrift deines Vaters das Wort Milchshake. Das ist vielleicht sogar gar nicht mehr so unrealistisch, so ein Artgeschenk. Ja, irgendwas sollen wir denn schenken? Ach, ich habe ja irgendwo einen Gutschein rumliegen. Vor Jahren mal irgendwo gewonnen. Ja. So, der was auch immer ist eröffnet, Leute. Der Jahrmarkt, was auch immer. So, hier sind noch andere Feuerwerke. Gut, das ist so Amateurfeuerwerk. Nicht, dass wir sie hier machen normalerweise die ganze Nacht. Scheiße, ja gut. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hey Sam! Sandy, wohin des Wegs? Uff, uff, Sandrak, groß! Oh ja, das muss ja auch so schnell wie möglich einen Kamel mal besorgen, mein Freund. Ja, so. Was fliegt da? Hallo? Okay. Hier mal ein bisschen Papier, da kannst du schon mal ein bisschen schreiben lesen und so malen und Feuerwerk basteln. So was man als Kind so macht gerne. Oh, der geheimnisvolle Mann ist übrigens irgendwo erschienen, habe ich gehört. Ah! Wir kümmern ja nochmal hier. Was soll denn in der Richtung sein? Wir können auf die Gleise schubsen, ausräubern. Ich brauche dringend noch ein paar Möbelkisten. Ich sehe nicht. Ach, da vorne, der wandelnde Schrank. Ja, jetzt sehe ich ihn. Hallo, mysteriöser Mann! Wo gehst du eigentlich hin? Das ist kein Mensch. Woher bekomme ich meine seltsamen Waren? Schrein 2, sieh mal hin! Schritt 2, was ist dein Geheimnis? Schritt 3, Profit! Ach ja. Immer diese Kapitalisten. Hier, Möbelkiste. Leider hat er immer nur eine. So doof. Komm, komm, noch ein paar. Eieiei. Okay, noch ein paar Reliktbeutel. Die sind aber ganz schön teuer, Freunde. Ein Senior Snaps Umhang. Snaps? Was sind Snaps? Snaps? Das ist Stufe 54. Das ist der beste Umhang in seinem Repertoire hier, ne? Ja. Okay. Okay. Knoblauch. Ja. Koriander habe ich, glaube ich, reichlich. Ja, das lassen wir mal. Brauchen wir nicht. Das haben wir schon Geld für verschwendet. Bankettfisch, Tisch brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Die, ja, wo ist die eigentlich? Die ist irgendwo hin verschwunden. Ja, gut. Brauchen wir sonst nichts. Ah, das hier finde ich ganz geil. Dann können wir mal einen neuen Umhang ausprobieren. Statt den. Was hat der für eine Stufe 53? Der hat doch 53 und der hat 54. Sieht der auch? Da ist ein Haifisch drauf oder sowas, oder? Passt jetzt farblich zwar jetzt nicht so ganz, aber wir sind so, so komplett bescheuert angezogen. Ja gut. So, wunderbar. Dann haben wir doch mal wieder schön Geld für, angekauft. Nützliche Sachen für unseren Betrieb. Können wir von der Steuer nachher als Betriebsaufkosten absetzen. Das machen wir schon irgendwie. So. Hallöchen, wie sieht's bei euch aus? Okay. Wir haben noch eigentlich als Tomätchen fehlen noch ein paar, ne? So, haben wir das auch. Dann blieb ich hier nochmal einfärben. Hm. So, hier traut sich niemand mehr raus. Vielleicht weil auch der Grill da hinten steht. Ich weiß es nicht. Haben wir hier schon so einen Sandfischkönig drin? Nee, ne? Großer. Wir haben eigentlich schon alles so drin, ne? Okay. Gut. Ja, vielleicht behalte ich den auch. Ins Museum was schmeißen, ja. Das war auch nicht so ergiebig alles, ne? Muss man sagen. Hier haben wir den Wüstenschlamm und den Sandfischkönig. Hm. The Great Langfisch, den haben wir hier.
Das ist. Achso, das ist ein anderer. Großer Lungenfisch. Mach ich aber noch einen Sandakuda-König. Komm, dann machen hier alle Könige rein. Warum auch nicht? Statt Fußvolk. So. Oh, ihr Könige! Da ist er. Okay. Sieht schon ulkig aus. Vor allem mit den vielen Stacheln. Eieiei. So wie bei Dave the Diver hier, so ein bisschen, wenn es gruselig wird. Uiuiui. Okay, so. Dann geht heute noch die Party los. Aber bis dahin können wir noch ein paar Sachen machen. Irgendwo muss ich noch was ausliefern. Jetzt werde ich das Geld für den geheimnisvollen, mysteriösen Mann mal wieder reinkriegen. So, eine Möbelkiste. Was ist da drin? Ein rustikaler Kleiderschrank. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich hätte eher was anderes gehofft. Na gut, was soll man machen? Hier haben wir noch diesen komischen Tisch, der vom Himmel gefallen ist. Dann haben wir noch Achatarmband, auch interessant, ja. Ein Kleiderschrank. Oder was war das jetzt? Was ist, wie sieht denn der aus? Habe ich den schon? So, das ist denn die Kleiderschrank? Das ist für mich eine Kommode. Was für Kleider soll ich da rein tun? Socken, Unterwäsche, die Strapse von Elsie? Weiß ich nicht. Bluff, ist ja. Der Große ist nicht. Aber schön, ja, den habe ich glaube ich noch nicht. Guck mal, jedenfalls. Da kann ich nichts drauflegen, ne? Ja, schade. Den kann man noch umstylen. Einfärbbarer Bereich. Oben das, oder wie? Ach, die Knöpfe, oder was? So, die kann man noch einfärben. Was ist denn das denn? Ja, das ist ein bisschen. Was ist das? Dann kannst du den. Blau. Oh, das ist ja. Okay. Das wäre noch was für die Küche eher so. Kann ich das? Nee, gesperrt. Das muss ich mir erst verdienen. So. Ja, okay. Es ist okay. Ja. Gut. Dafür habe ich jetzt wie viel Milliarden Golds ausgegeben? Weiß ich nicht. Puh. Können die noch hinballern hier so? Blopp. Ja. Weiß ich nicht. Ja, okay. Gut. Wir haben nochmal einen Schrank. Können wir nochmal die zerbrochenen Teller von Oma reintun, dem Zwiebelmuster von 1960. Gut. Bei Ebay wollte es keiner. Tun wir sie da rein. So, irgendwann muss ich doch noch Silber ausliefern, oder nicht? Hier, Rocky. Gut, und dann müssen wir noch warten und die Gäste kommen. Ach, wir brauchen noch ein Geschenk für Burgess. Der hat ja zufällig auch Geburtstag heute. Dann können wir dem Lustiges machen? Gut, Wasser schenken wäre natürlich, aber das ist ein bisschen simpel, oder? Das wäre ein bisschen, kann ich denn davon eigentlich noch was machen? Ja. Da hat man jetzt auch nicht mehr viel von. Machen wir noch ein bisschen was. Wo ist denn. Ich könnte natürlich diesen komischen Ministerhut schenken, den ich hier habe. Ist eh was für ihn, glaube ich. Sieht eben ein bisschen bescheuert aus. Ja, okay. Das wäre zum Beispiel bestimmt was für Burgess. Ich muss sagen, wir tragen wieder unsere Raumfahrerkappe hier. Und Burgie kriegt unseren wunderbaren Helm hier. So, was haben wir denn noch? Wo sind denn meine ganzen Relikt-Dinger, die ich da gekauft habe? Von dem hier Spielzeugsoldat, Schiffsrad, der ist nicht schon wieder Ostark. Schiffsrad, shit. Ups, ich wollte eigentlich Spielzeugsoldat, da brauche ich nämlich noch ein paar Teile. Ja, das sieht alles Bullshit hier, was wir gekriegt haben. Die brauchen wir da alle nicht. Die fehlen mir immer noch die entscheidenden Sachen. Naja, ja, da bescheißt uns doch dieser mysteriöse Mann. Dieser Geizhals. Kapitalist! So, Andy, los!
Wie wird begonnen, mich zu messen? Ich bin um 1 Millimeter gewachsen. Ziemlich groß, oder? Wenn du 1,25 das groß findest, okay. Hier nehmen wir einen Liebeskuchen oder Melonenmus oder was immer das genau war. Ich weiß nicht mehr so. Lass es dir schmecken. Hey Owen, was ist los? Heute ganz im Blau? Ich komme so gut mit jedem klar, außer mit arroganten Köchen. Vor einiger Zeit kam so ein Typ rein und prahlte mit dem Rezept der geschmackloser Brühe. Hieß der Maggi oder was? Fleisch und Salz, Junge. Das waren die einzigen Zutaten. Wie kannst du auf so etwas stolz sein? Tja, das weiß ich auch nicht, blauer Zauberer. Was ist denn hier los? Justin kommt mit Pferd oder was? Hey Amira, ist wieder schick gemacht heute. Sehr schön. Genau, dein Bruder. Vergiss den einfach, vergrab ihn irgendwo. Schick gemacht, wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist auch sehr sonnig. Hey, Logan? Hallo? Happy birthday. Okay, zumindest lässt Justice das Pferd draußen. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Hallöchen! Komm, Schatz, ich hab dieses Töpfchen. Dachte ich. Okay, dann vergiss es. Okay, gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Hammer. Können wir mal gebrauchen. Was hast du mit Justice gemacht? Okay. Ein Ventilator? Das ist ja, das ist hier sogar richtig wertvoll, das Ding. Ein Seidenschal. Okay, alle rein mit euch. Ja. Okay. Schön, dass du da bist. So, da kannst du gleich mal Eintritt bezahlen. Haha. So, jetzt rennt er gleich wieder weg. Dann ist er verwirrt, weil er wieder rein muss. Tja, Computerfiguren, NPCs verwirren, das kann ich. Beziehungsweise die können mich auch verwirren. Hey, Shi! Wieder in Badekleidung. Sehr stilvoll, wie immer. Mein Kopf ist enorm symmetrisch. Sieh dir mal die Beleuchtung an und diesen Spoiler da oben. Rudi? Ist gerade da reingegangen? Das ist nicht der offizielle Eingang. Mach den. Hä? Heute. ist doch gar keiner. Wo sind die jetzt hin? Jetzt geht einer in den Kühlschrank. Hallo, was ist hier los? ja. Das, hier wird nicht geangelt. Nur mal so als Hinweis. Wo sind die wieder alle hin? Hallo? Sehr merkwürdig. Ah, Way läuft hier rum. Was? Inspektion heute oder was? Und wie findest du meinen Hof hier? Der Schlüssel zum Erfolg, mein lieber Freund, ist in lieber Lanz. Wenn du dich so sehr anstrengst, wird das Leben einfach an dir vorbei rauschen. Denk dran, Pausen einzulegen, mit geliebten Menschen zu reden und einfach auf sich selbst aufzupassen. Das, ja, ist gar nicht mal so dumm. Oh, Elsie, du bist ja zufällig auch hier. Du wohnst ja hier. Hey, Justice, schön, dass du dein Pferd draußen geparkt hast. Da kackt uns wieder nicht das ganze, den ganzen Hof voll mit Pferdeäpfeln. Finde ich sehr gut. Hey, Nemo. Wir hauen einfach ab. Ja, okay. Ah, Trudy ist auch wieder aufgefunden worden. Zauberspiegel, was ist hier los? Ja, falls hier einer ausflippt, einfach eliminieren. Du hast die Erlaubnis. Ja, können auch mal wieder ein paar neue Bewohner im Sandrock hier einführen. Hey, Mian. Ich habe uns nie als Konkurrenten gesehen. Ich hasse dich. Wir waren immer ein Team vom ersten Tag. Ich hasse dich trotzdem. Vielleicht sogar der Beste, das es gibt. Ja. Ewige Nummer 2 hier. Tja, was soll man machen? Hey, Babe. Hä? Bist du gerade rausgegangen und da reingekommen? Oh, Birgie! Joe, wer ist denn da? Ich hab gehört, du hast zufällig Geburtstag heute. Genau. So. Ich hab ein super geiles Geschenk für dich. Hoffentlich. Ist es. Ne? Hallo? Ist es hier noch drin? Beziehungsweise ist es auch schenkbar? Man weiß es hier nicht immer so. Ohne Ventilator. Hier sind ein paar Fischen. Ich habe einen ganz neuen Seidenschal übrigens. Wo ist denn der Hut jetzt hier? Kann man den nicht schenken? Vielleicht weil er den schon hat. Als Questgegenstand. Den kann man ihm nicht schenken. Oh! Das ist ja übel. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Kann ich ihm nicht schenken. Da würde es so gut zu ihm passen halt. Ja, das ist okay. Er ist in einem Schal, schon mal gut. 3+9, naja, immerhin. Ja, hier ist alles wunderschön. Ich schau dir meine Frau an, aber nur anschauen, mein Freund. Ich habe viele Waffen. Ich habe hier so ein Hämmerchen. Vielleicht wäre das was für dich. Oh, thank you.
So, sind wir dann auch los. Das Ding. Hey, Gracie. Achso, wenn du dich sonnen willst, hier oben war unser Sonnenbankbereich. Habe ich mich so erschrocken? Genau, da geht's rein. Grace hat den Eingang schon gefunden. Fang geht einfach mal in die in Schlafzimmer der Tiere. Oder vielleicht. Wie es fliegt. Feuerwerk, Freunde! Wie schaut sich ein das Feuerwerk an? Hui! Mal alles hier feuerfrei, Leute! Wenn es die ganze Nacht ist! Das ist wahrscheinlich auch. So, wenn jetzt einer aus Duros hier vorbeifliegt, dann war es das mit ihm. Haha! So, dreht der Superstar! Biu! Yay, yeah. So. Ich habe dafür bezahlt. Jetzt sind wir wieder kein Schwein. Na gut. Okay. Und Sandfisch von Bergie. Na gut. Krummherz. Ja, was schenkt man schon gerne? Krummherz. Ein Schieferentdeckungshut? Neuer Hut. Kuppel. Was? Kann er sich nicht schreiben? Spinell. Hat sie auch Probleme bei Cooper? Ein rustikaler Kissensessel von Heidi? Okay, kann man auch immer gebrauchen. Teppich. Von Roten. Von Roten. Wahrscheinlich mal ein alter Umhang von ihm. Ein Ratten und Stuhl von Mian. Rindfleischnudeln von Frank. Okay. Ein Jagdbräu-Horn-Dekoration von Avio. Für wen hat er die denn abgeschwatzt? Okay. Von Miguel. Dreimal Hortensien. Jetzt hat er es uns aber auch nicht. Ein Teppich von Trudi. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Nochmal ein Waffenregal von Logan. Endlich denkt mal einer mit. Ein Kraftstein von China, klar. Ein Wüstenverteidigungsbrille im Dämmerungsstil von Pablo. Oh, wie sieht die denn aus? Dämmerungsstil? Wie sieht denn der Hut aus? Okay. Dämmerungsstil. Ja, okay, passt auch irgendwie. So. Oh, guck mal, die Gäste machen. Da müssen wir uns erst aber noch mal ein bisschen was zu futtern hier rein. Den ist wieder komplett hier. Schade, dass ich den nicht verschenken kann. Na gut, sind wir ein bisschen Geld wert. Ja. Man kann hier alles haben. Aber... So. So, Frau. Wow. Ah, ich dachte schon, hier ist keiner. Was denn hier? This is good. Grace? Was machst du mit einem armen Burgess hier, oder was ist das? Das ist gruselig, okay? Ich sollte vielleicht nochmal rausgehen, das ist, ja, also gespaltene Persönlichkeit ist was... Mit der Brille sieht gut aus, mhm. Oh ja, ehrlich, was ist hier los? Du musst dich für Zucht und Ordnung sorgen. Sweetness? Dang, you... This is wild. This is really cool. Eine schöne Frau im Bikini. So. Happy birthday. Ja, danke schön. Was hast du dir gewünscht, dass deine Arbeit reibungslos verläuft? Natürlich, nur das, nur das. Nichts anderes. Hast du schon wieder alles gefuttert oder was? Kann hier auf den Tisch gelegt werden? So. So, ihr habt da nochmal was, Leute. Greift zu. Stimmung. So mehr oder weniger. Es gibt kein Essen. Ja, mein Gott, ich muss doch erstmal nachlegen. Diese gierigen Leute hier. Das gibt's ja alles überhaupt nicht. Fress mir die Haare vom Kopf. Dafür kriegt man nur ein paar Utensilien geschenkt. Ja, stehe ich wieder nicht richtig. So beautiful. So. Woo! Cheers! Koriander-Omelette lieber mag als ich. Oh, da haben wir genau den Geschmack getroffen. Haha. So, dann machen wir nochmal richtig schöne Geburtstagsmusik. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Happy Birthday. Ja. Happy Birthday euch auch. Also ihm, also mir. Ihr habt ja gar keinen Geburtstag. Das war jetzt verwirrend. Hey, blauer Zauberer, können wir einen Trick zeigen? Nein, also du musst mal diesen ewigen Hass gegen Köche loswerden. Du hast da irgendwie ein Trauma.
Zieh dir endlich mal was an, Grace. So geht das doch nicht weiter hier. Trudi, das ist skandalös hier. Du musst doch die Sittenpolizei anrufen. Ich fange noch schon an, Stroh zu spinnen. Also Gold, meine ich. Was auch immer. So, Stimmung! So. Wow, mehr kann man eigentlich nicht machen. Hey, Chi! Mein Gott, keiner sieht so stilvoll gelangweilt aus wie du. Your head is looking very symmetrical. Mein Kopf ist immer symmetrisch. Also. That's pretty. Oder? So, ich hoffe, ihr habt Spaß, Leute. Es ist hier Halligalli. Mein Gott, hui. Virgie. Hm. Ich bin auch froh, dass wir gute Freunde sind, sonst müsste sie sich jetzt erschießen, wie alle, die ich nicht leiden kann. Aber ja, man wird im Alter auch ein bisschen ruhiger. Hey, Justice, was ist los? Quite impressive. Was? Jetzt hat er mal die Klappe, Chi. Hey, warum gehst du das nächste Mal nicht mit auf Patrouille? Mit meinem besten Kumpel an meiner Seite. Das ist viel weniger langweilig, irgendwelche Kängurus zu erschießen. Hm? Nein, ich gehe gerne auf Patrouille. Ich meine nur, dass es weniger langweilig ist als ohnehin schon. Ist dein Job etwa langweilig, Justice? Das verstehe ich gar nicht. Kannst du doch irgendwo rumstehen und zu gucken und die Leute nichts klauen? Hm. So, hey, Fuggy. If you're ever feeling ill, come to me immediately. Ja, sofort mache ich, kein Problem. Weißt du, wie das immer ausgeht? So, mein Gott, ist ja kaum zu ertragen, die Stimmung hier. Das ist ja, habt ihr euch schöne Bilder angesehen hier? Haben wir Nia zum ersten Mal getroffen? Ist Nia eigentlich? Habe ich die nicht eingeladen? Beim nächsten Mal. Dann machen wir eine Bikini-Party. Haha. Dann haben wir ja auch schon Sommer, oder? Was haben wir denn eigentlich für die Jahreszeit? Ich komme schon komplett durcheinander. So, Art Frühling wahrscheinlich. Genau, der Hoppelhase ist Frühling. Und das laufende Kaktusviech ist Sommer. Jawoll. Dann machen wir unseren Eulenherbst. Gut, also ist doch Frühling, Leute. Frühlingsgefühle, hallo. Schade, dass man hier keinen verkuppeln kann im Spiel. Das ist auch nochmal lustig. How beautiful, how beautiful. Ski mit mir an zum Beispiel. Mal sehen, wer sich da zuerst umbringt. Ich weiß es nicht. Oder wen. Ja. Oder, was tun wir noch hier? Grace und Burgess, oder? War auch noch super. Nee, ich glaube nicht, oder? Rune und Amira, das sind natürlich die Traumhochzeit hier. Wird auch eine coole Sache. Ja, oder Way und Fang, ich meine, warum nicht? Ist alles möglich. So. So, was haben wir denn hier? Oh, okay. Beziehungsweise zu Chip hier auch, der war jetzt nicht dabei, aber es hat ihm trotzdem angefallen. So, Leute. Da geht's raus. Da auch. Nicht drängeln. Allein zu gehen, nicht drängeln. Schön die Füße abtreten. Genau, da geht's raus. Schade, keine Zauberer nochmal von Owen heute, aber gut. Er geniert sich noch ein bisschen vor Leuten. So, see ya, bis zum nächsten Mal. Ja, lange nicht wieder gesehen. So, oh, das Feuerwerk ist aus. Genießt das Feuerwerk, Leute! Feuer frei, legt die Stadt in Schutt und Asche. Auch so sieht cool aus. Ja, danke, Owen, war super. Ja. So, jetzt gehen wir eigentlich nach Hause. Nicht in mein Zuhause. Mach's gut, tschüssi. Elsie, du wohnst hier, du bleibst hier. Ja, wo kommen die jetzt her? Ich habe den Rundgang wieder gemacht. Tschüssi, mach's gut. Ich glaube, es hat euch geschmeckt. Tschüss, Elsie. Nein, du bleibst hier. Ein großer Tag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Süßer. Ich bleibe an deiner Seite und werde jeden einzelnen Geburtstag mit dir feiern. Juhu, ist das denn Drogen? Okay, das ist natürlich positiv gemeint. Ja, sehr schön. Endlich haben wir das geschafft. Der Party. Mission abgeschlossen. So, plus 3. Ist natürlich ein bisschen arg wenig. Wo geht's jetzt hin? Wo ist hier, LC? Ich will spielen. Ja, du hast es leider ein bisschen verpasst, mein kleiner Freund. Aber gut. Oh, wenn wir noch ein Geschenk übersehen. Sonnenschutzmittel von Mabel. Justice, du hast dein Pferd stehen lassen. Sorry, Wahrheit. Also, ich muss dir jetzt die Wahrheit sagen. Justice kann eigentlich nicht reiten. Das ist... Hallo? War ich jetzt damit? Also, du kannst gerne bei uns im Stall übernachten. Das ist kein Problem, aber... Ich habe noch Platz. Was ist denn die... Ja. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Ich habe noch ein bisschen Futter vielleicht für dich.
Justice, du Idiot, du hast ein Pferd hier stehen lassen. Na gut, ja. Ist ja manchmal nach einer Party. Vielleicht hat er auch Alkohol, ich weiß es nicht. Und wollte nicht mehr reiten, so spät noch. Das ist merkwürdig hier. Gut. Komm, fahren wir noch mal im Karussell, Sandy. Also ich, du kannst ja nicht. Ist auch ein bisschen doof. Du-di-du, Party, Geburtstag. Ja, ist ja mein Geburtstag eigentlich. Da kann ich auch ein bisschen im Karussell fahren, oder? Aber wie aufregend das ist. La, da, di, da, die Banane. Du-du-du. Ja, Sandy, das, wenn du groß bist, darfst du auch hier rauf. Hui. Schwitzt schon richtig. Rasant ist das. Jo. Ui, was ein ereignisreicher Tag. Ja, irgendwie doof, dass er nicht da mitfahren kann, wenn man ihn schon an Folgen dabei hat, sag ich jetzt mal. Hm. Ich hätte schon mal ein Geschenk, naja, okay. So, wir mölt hier wieder rum. Potato Paula. Du bist kein Kälbchen mehr, gib's doch endlich auf. Ich hoffe, du verdaust nur Nudels. Okay. Also okay. Sehr schön. Haben wir noch Kartoffeln? Ja. Ja, komplett voll mit Kartoffeln ist man sogar. Wow. Okay, mir läuft hier immer noch verwirrt rum. Sie sucht noch nach dem Nachhauseweg. Aber was war denn im Essen? Hatte ich da über Drogen drin oder was? Gecko? Weißt du, was hast du da ins Essen getan? Schaschisch? Nee, keine Ahnung. Okay, kenne ich nicht. Gut. Ja, Hauptsache Gäste sind gut gelaunt. Irgendwann, wenn sie schon nach Hause finden. Oh, ah, wie Justice fährt vielleicht. Ja. Gut, dann, ja, dann gehen wir mal mit Justice fährt in den Stall. Und sagen mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Weil hier ist die Wahrheit. Bye, bye. Aber magst du den Job eigentlich?